zu einem neuen Türchen bei Marius Flingdose. Ich glaube, wir haben in diesem Video Türchen Nummer 20 geöffnet. Und ich bin wirklich erfreut, wie viele Videos ihr euch so anschaut und dass ihr das täglich immer wieder schafft, da reinzuschauen. Und alle Videos werden eigentlich schön geguckt. Freut mich wirklich und das ist dann ja auch eine tolle Genugtuung oder ein Erfolg, nach wie auch immer man das nennen will. Nein, es freut mich einfach. Erfolg ist da relativ. Aber es ist einfach schön, dass die Videos geguckt werden und dass ihr Spaß dran habt und dass ich so viel positive Resonanz bekomme. So, und heute binden wir wieder eine Fliege und zwar eine Spent, also eine Eintagsfliege, die letztendlich mit flachen Flügeln auf dem Wasser liegt, zur Eiablage oder weil sie gerade gestorben ist. Und dafür brauchen wir einen Trockenfliegenhaken Größe 14 oder kleiner, meistens eher kleiner tatsächlich. Einen sehr dünnen Faden. Ich habe hier jetzt Semperfly Nano Silk in Kupfer in 50 Dehnen. Und den lege ich mal an. Alle Materialien übrigens wieder, wie in allen anderen Videos gerade auch, werden unten in der Videobeschreibung verlinkt, sodass ihr draufklicken könnt und wenn ihr Bedarf habt, könnt ihr sie gerne bei mir im Shop bestellen. Freut mich natürlich auch, wenn ihr das tut. So, dann brauchen wir für das Schwänzchen ein wenig Coq de Leon. Das hier ist so ein Golden Brown oder so nennt sich die Farbe. Eigentlich super schön. Und dann nehme ich mir ein paar Fibern. Ziehe sie direkt von der Feder runter. Die könnt ihr so abziehen. Und die Schwänzchen bei den Eintagsfliegen sind ja ungefähr so lang wie der Körper. Daher Hakenlänge ungefähr. Also wie der Gesamtkörper. Und dann binde ich den hier hinten schön ein. Schneide den Rest auch gar nicht groß ab, sondern forme damit einfach direkt den Unterkörper. Dann brauche ich etwas Master Dub. Hier in der Farbe Cinnamon Caddis. Wird halt so eine leicht braune Eintagspflege. Ihr könnt natürlich verschiedene Farben wählen über Olivtöne, Cremetöne, wie auch immer ihr sie letztendlich haben wollt. Und ihr braucht von dem Dubbing nur sehr, sehr wenig. Wer viel nimmt, bekommt entweder eine dicke Fliege oder muss nachher wieder wegtun. Also lieber weniger nehmen. Und dann könnt ihr zur Not immer noch wieder was dazu nehmen. So, und da forme ich einen schönen, konischen Körper, der etwas länger ist als bis zur Mitte des Hakens. Und dann brauche ich... da. Und dann brauche ich ein Stück Flyfoam. Ich habe hier einen braunen. Ihr könnt auch, um die Fliege von oben besser zu sehen, einen weißen oder einen anders hellfarbenen nehmen. Aber ich nehme jetzt hier einen braunen. Den binde ich hier oben drauf ein. So. Und dann habe ich mir hier in der Klammer schon ein wenig CDC vorbereitet, das ich mir in so einem kleinen CDC-Tool zusammengestaucht habe. Und diese CDC-Fibern, die nehme ich jetzt hier raus. Drehe sie mir so hin, dass die Spitzen nach hinten zeigen. Und die Flügel der Eintagsfliegen sind auch immer ungefähr so lang wie der Körper, wie das Schwänzchen. Das heißt, ihr nehmt die, legt die sich hier so an, dass sie ungefähr so lang sind wie der Haken. Dann umgreifen und diese Fibern hier direkt vor den Foam einbinden.
die überstehenden Enden einfach wegschneiden. So, dann zurück zu der Coq de Leon Feder. Die nehmt ihr jetzt und zupft euch hier nochmal einige Fibern runter. Und auch die ablängen. Und die kommen jetzt hier oben drauf. So. Und jetzt nehme ich mir noch einmal ein wenig von dem Dubbing. Wieder sehr, sehr wenig. Und in dem Fall hier mische ich mir das Ganze mit ein bisschen Spektra-Dubbing in der Farbe Tan. Da geht irgendeine helle Farbe einfach nehmen. Ja, es muss jetzt nicht Tan sein unbedingt. Da braucht ihr wirklich ultra, ultra wenig von. Also das darf fast nichts sein. Und das dann nehmen mit diesem Master-Dub zusammen. Einfach durchmischen, an den Faden anbringen. Warum überhaupt ein bisschen Glitzer? Das gibt so ein bisschen was Irisierendes in der Fliege, macht sie so ein bisschen lebendiger. Das finde ich ganz schön. Es funktioniert auch nicht immer gut, aber manchmal ist das echt der Bringer, wenn das einfach so ein bisschen glitzert noch, das ganze Tierchen. Finde ich persönlich immer sehr schön. So, und jetzt nehme ich mir diesen Flügel hier oben und mache mir den so ein bisschen breit mit dem Daumennagel, drücke da so ein bisschen drauf und gucke, wie sich so die Fibern so verteilen und aufstellen. Und dann nehme ich hier diesen Foam und drücke mir den hier durch die Fibern durch. Jetzt halte ich mal kurz die Hand dahinter, weil ich so schlecht sehe hier, wie sich die Fibern verteilen. Also jetzt ist der Coq de Leon fast nur auf einer Seite. Das ist nicht das, was ich möchte. Es soll schön verteilt sein. So müsste es für mich einigermaßen passen. Den Foam abfangen mit 2, 3, 4 festen Wicklungen oder vielmehr nicht so festen Wicklungen. Dann vor dem Foam ein paar festere Wicklungen machen. Den Foam abschneiden. Und jetzt mache ich hier vorne einfach meinen Abschlussknoten. So. Und dann gebe ich auf den Abschlussknoten ein bisschen Lack drauf, aber den dünnflüssigen. Ganz kleines Tröpfchen, das gerade zu der Kopfknoten gesichert wird. Und dann nehme ich nochmal meine Bürste, gehe hier einmal unten durch. Und fertig ist meine kleine Spend. Die Fibern hier, die sind nicht so toll verteilt, wie ich es gerne hätte. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ihr seht, es geht nicht immer alles hundertprozentig rund. Aber was mir halt gefällt, ist dieses Weiche der CDC-Fibern und dann dieses etwas mehr an Auflagekraft an den etwas steiferen Coq de Leon-Fibern, die dann besser auf dem Wasser aufliegen und ein bisschen mehr Stabilität bringen für die Fliege. Und dieses Erscheinungsbild ist insgesamt sehr, sehr natürlich. Ich finde, das sieht echt, echt gut aus. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim Nachbinden. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Mario.